Was geht ab, man auf Sie weiter, Hoserie, und willkommen zurück und wir machen auch sofort weiter. Hä? Was war das? Oh, Samas, habe ich gar nicht gesehen. Wir machen auch sofort weiter hier das letzte Mal. Ja, das letzte Mal haben wir erstmal auf die Schnuppe bekommen von gegen Kamba. Aber dann haben wir noch Gott sei Dank gewonnen. Jetzt machen wir weiter. Jetzt sollten quasi auch. Ja, das mit Kamba war wahrscheinlich ein Nebenkampf. Gehe ich stark davon aus. Jetzt geht es mit der Hauptstory so gesehen weiter. Und ich bin mal drauf gespannt, wie es weitergehen wird. Wir nähern uns nämlich langsam gegen Ende dieser Map zu. Richtig, richtig, richtig. Glaube ich schon. Guck mal, was jetzt abgeht. Da war nämlich so eine böse Aura noch. Was ist da los? Was hat das zu bedeuten? Ist da jemand da? Hallo? Sind Sie. Oh, okay. Ja. Ich freue mich darauf, wieder gegen dich kämpfen zu können. Also kein Ding, hau rein. Tut mir leid, aber das nächste Mal gewinne ich. Pass auf dich auf. Ja, ja. Nein, was stimmt denn mit denen nicht? Du bist dran, Satan. Los rein mit dir. Was? Was? Der bekommt bestimmt irgendeinen Boost. Damit ist es für dich schmerzhaft. Ich bin der größte Kämpfer im Universum. Ich nehme es mit euch allen auf. So langsam glaube ich wirklich, dass er was drauf hat. Tja, dank der Anomalie konnte er uns tatsächlich überraschen. Ja, legit. Wenn du fährst, ändert sich das vielleicht. Ich weiß, ich weiß. Miss Satan wird in Universum 6 schon seit langem als großer Held gefeiert. Eine Niederlage wäre für den Ruf unseres Universums verheerend. Und darf und für deinen Lord Jumper. Ey, Varus, Aref. Will du verlierst, Satan. Alles klar, Leute, bereit, deine Zeit. Der erst erstaunliche Miss Satan wird euch zu Staub verwandeln. Komm her. Jetzt bin ich ja drauf geschaut, was er drauf hat, Miss Satan. Weiß nicht. Guck mal einfach mal. Was? Er hat 60.000. Er hat 60.000 Leben? Woher? Okay, der kann irgendwas Brutales, passt auf. Der kann, der ist auch eine Eskalation. Was? 60.000? Okay, er greift auch dreimal an. Okay, 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 gut, dass ich es herausgestellt habe. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Heißt, ja, der kann auch sofort super. Oh, der hat hier dreimal einen super Angriff hier an der Stelle. Ich bin aber drauf gespannt, ob ich den trotzdem auf Runde 2 rausnehmen kann, weil die Sache ist ja, mit dem Team muss ich meine AI-Kämpfe eigentlich gewinnen. Weil die Active Skills von denen sind, glaube ich, nicht so verheerend. So, also kommt nicht am Berserker Ruf ran, sag ich mal. Boah, okay, 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 bin gespannt, bin gespannt. Okay, 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 okay. Warte, sollte ich vielleicht. Warte, lass mich mal danach. Lass mich mal danach. Kurz, ich guck mal kurz in die Karten wieder rein, um zu schauen, ob Vegeta und Goku fusioniert einen Active Skill bekommen. Also Vegeta in dem Fall, aber ich glaube nicht. Oder ob der Active Skill übernommen wird, weil das ist eigentlich die Goku-Karte. Ich werde mal gleich noch mal einen kurzen Blick, bevor Runde 2 anfängt, in meine Karten. Was ich was mir gerade überlege, ist, ob es sich eher mehr lohnen würde, wenn ich die Fusion erst ab Runde 3 vollführe. Schau mal. Schauen wir mal gleich. Okay, weil Mr. Satan ist. Ja, der ist aggressiv unterwegs auf jeden Fall. Aber geil, oder? Einfach OP gemacht, Mr. Satan. Krass. Ah, okay, ist ja Sturmmodus. Ja, wir nehmen jeden Schaden auf jeden Fall mit. Sehr gut. Okay, jetzt lass mal kurz reingucken. Und zwar. Genau, Kampfmodus-Chance. Bevor ich das mache, lass mal kurz reingucken. Deck prüfen hier, genau das soll ich sehen. Ich muss nämlich jetzt wirklich wissen, was die drauf haben, weil. Wenn ich einen Angriff abbekommen kann, das wehtut mich sicher. So, Son Goku hier an der Stelle, okay. Genau. Ab Runde 2 mit Partnerfusion, um zweifache Kraftstufe zu erhalten. Okay, kommt außer in jeder Runde. Betäubung darauf verhindert. Boah, okay, die Fusion lohnt schon auf jeden Fall bei Ueta, was denn alles bekommt. Und an sich, das war's schon seine Ding, ne? Das ist seine CA. Ach, okay, seine CA ist ja die Fusion. Heißt, danach hat er, denke ich, gar hat er keine. Die Fähigkeiten habe ich ihm gegeben, so gesehen. Und Vegeta hat eine CA. Königlicher Schlag. Ah, das war, wenn er super angeschaut hat, dass er einen anvisiert. Genau, und dann. Ja, okay, okay. Ja, das würde sich wahrscheinlich eher mehr lohnen. Den, die legit. Zu fusionieren. Ja, Let's go. Let's go.
Das heißt, ich will dennoch zuerst an. Ah, ich jetzt hab schon gemacht, Digga. Mach ich nicht schlimm, nicht schlimm. Boah, Mr. Satan. Was macht der? Wie aggressiv. Soll ich vielleicht Cell auch transformieren lassen? Nee, komm. Aber Fusion zum Sonnen. Hey. Jetzt genau, sehr schön. Okay, Greta, es liegt an dir. Ah nein, es liegt an. Hoffentlich bekomme ich ein Mirakel. Bitte, 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 bitte. So, Moment, Moment. Hier hat doch irgendjemand richtig wenig Ausdauer mal danach. Nämlich sehr, genau. Den seine Ausdauer heilen wir mal. Wir wollen nicht, dass er krepiert. Also, ich bin mal durch. Na, die gibt ja einen Boost, entsprechend aus. Egal, komm, wir machen erstmal so. Okay. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Oh, okay, jetzt. Komm, Greta. Boah, der hat zu viel Leben, ey. Okay. Boah. Ich brauche meine CAs. Ich muss wieder mit meinem Berserker-Team wahrscheinlich rein. Weil ohne CAs komme ich hier nicht durch. Ich habe zuerst angegriffen. Oh, jetzt auf einmal so geschmeidig langsam, aber ich finde trotzdem. Was ist mit mir los, ey? Was mache ich eigentlich? Unglaublich. Ich meine. Oh man, Masking hat eine sehr gute, glaube ich auch. Also der vierfache. Oh je, oh je. Und in dem Team wäre es zum Beispiel nicht schlecht, wenn ich einen Charakter mitnehme, der das Tempo von den Eye-Kämpfen senkt. Wenn man bei Doppelmodi und sowas gleichen Typus nimmt, dann bekommt man einen Bonus. Das ist Mann, ey, echt gar keinen Bock mehr. Unglaublich. Oh Mann. Ich meine, es ist im Endeffekt nicht schlimm, aber doch ist es irgendwie. Es sieht sich halt. Ey, wow, ja. GG. Jetzt greift er mich dreimal an und bricht mir dreimal die Nase. Oh Mann. Ja, warum gar keinen Sinn echt. Ey, Game, bitte hör doch auf mit so einem Käse, ganz ehrlich. Ah ne, ich reg mich das auf, ey. Ohne Spaß. Ich aktiviere es mal, glaube ich. Vielleicht muss ich auch laut gehen. Vielleicht schaffe ich es dann noch. Let's go. Ja, beruhig dich, komm. So, jetzt. Oh Mann. Er wird zuerst angreifen. Er wird sicherlich zuerst angreifen. Oh! Jetzt gönnt euch! Guck mal jetzt! Was ist jetzt los? Oh, wartet! Komm schon, was ist da los, ey? Aua! Guck jetzt. Einfach Golden Freezer geholt. Was? Ja, keiner weiß. Ich wurde einfach zu Golden Freezer. GG.
Zeig auf, alles geleckt auch sogar. Was ist da los, ey? Ich werde trotzdem verlieren. Das hat so unnötig wieder Zeit verloren. Das ist unglaublich. Oh, Mann. Ja, jetzt kommst du Satan. Oh, mein Gott. Komm. Okay. Verdammt, das gibt's doch nicht. Hey, wieder so unnötig Zeit verloren einfach. Ich hasse sowas. Oh mein Gott. Was? Was ist jetzt los? Was ist da los? Das ist wiederbeleben. Alter. Ist es ein Comeback? Was? Ist das der Comeback? Oh mein Gott! Der Comeback des Jahres! Das ist der Comeback des Jahres! Das ist der Comeback des Jahres! Und dass wir so Schwierigkeiten gegen Mr. Satan haben! Ja, lecko! Da wisst ihr, wir spielen Super Dragon Ball Heroes! Da wisst ihr, wir spielen Super Dragon Ball Heroes! Es ist ein... Oh mein Gott, wie geil! Unglaublich. Unglaublich, ich heul grad. Was? Was? Ups. Hey, jetzt mal, komm, ihr müsst doch besiegen, ey, bitte. Oh nein. Nein! Nein! Es ist rigged, das Game ist rigged, Mann. So viel zum Comeback. So viel zum Comeback des Jahres. Das Game ist manipuliert, ey. Ohne Spaß. Spaß. Wow, Alter. So viel zum Comeback. Unglaublich. Schaut mal, wie wenig gefehlt hätte. Das tust du mir doch jetzt nicht an, oder, Game? Das tust du mir jetzt doch nicht an. Ey, das tust du mir doch bitte jetzt nicht an. Bitte, ich fehl dich an. Was soll ich jetzt machen? Ey, Game, das tust du mir doch jetzt tatsächlich nicht an, oder? Bitte, ich flehe dich an. Ich habe kein Leben mehr, gar nichts mehr habe ich. Und der wird zuerst angreifen. Oh, Game, das tust du mir doch jetzt nicht an, bitte. Oh, Mann. Ach, komm. Hä? Was ist jetzt los? Ach, das... Der macht es. Ey, dieser Satan, das ist eine totale Eskalation, ey, ich schwör's dir. Oder was ist hier los? Ich verstehe gar nichts mehr, Leute, ich verstehe nichts mehr. Was? Der holt einfach Beerus. Er holt einfach Beerus. Hakai! Was tut er mich Hakai oder was? Was macht der? Alter, lass mich in Ruhe. Hä? Einfach die Welt zerstören. Was? Was? Komm jetzt her, Junge. Deine Nase breche ich jetzt. Komm ran, Junge. Ich sag jetzt, ich konnte eigentlich weiterkämpfen. Ich konnte danach meine Verbündeten wählen und dann würde der Kampf fortgesetzt werden. Also es ist schon... es hat schon einen Grund, warum der Kampf so hart ist und warum er so viel Leben hat. Ich kann nämlich danach noch meine zwei Verbündeten in den Kampf schicken. Also die Decks meiner zwei Verbündeten. Aber nein, ich habe das abgebrochen. Ich wollte jetzt... Nein. Hier. 1v1. Komm ran. Keine Verbündeten. Du gegen mich. Deine Nase ist gebrochen. Wenn dieser Berserker-Goku durchkommt, Junge, dann ist es RIP mit dir. Ey, was war das aber? Ich dachte erst, wir haben einen brutalen Comeback und dann doch nicht. Und dann kommt Beerus und es killt einfach... Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber das ist dann super. Das ist Dragon Ball Heroes. Guck mal, gegen Satan einfach. Das ist Dragon Ball Heroes. By the way, aber die Arcade, in Arcade-Kämpfen, im Arcade-Modus sind die Kämpfe an sich. Da gibt es viele solche Kämpfe in diesem Stil, dass sie so schwer sind. Aber da habe ich noch gar nicht reingeguckt, um ehrlich zu sein. Ich will erst mal die Story durchspielen. Aber unglaublich, ich heule gerade. Es macht schon Spaß, um ehrlich zu sein. Wäre halt auch langweilig, wenn es immer nur okay, easy ist. Das ist, was ich meine, und man da einfach nur durchspaziert. Geil, ohne Spaß, geil. Aber jetzt habe ich natürlich meinen Berserker wieder am Start. Berserker macht so viel aus, das ist unglaublich. Das war, wenn ich die Aufladungseinschläge verliere, egal, ich habe meine CAs. Beziehungsweise die CA von Goku macht halt viel Schaden. Die andere Sache ist, in dem einen Tier Greater könnte ich, wie vorhin gesagt, natürlich einen Charakter einbauen, der quasi das Tempo senkt.
Ich habe mich halt, ich habe mich einfach, ich habe keine Ahnung, ich habe das Team vor ein paar Tagen erstellt gehabt, wie gesagt, wegen Greta, dass ich die Fusion sehe und ich habe einfach nicht weitergedacht, um ehrlich zu sein. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Jetzt Satan kommt nur noch, ey, Junge. Unglaublich. Aber das mit Golden Freezer, wie witzig das war, ne? Ich habe nämlich meinem Avatar, habe ich ja, einen Zubehör gegeben. Deswegen. Quasi eine CAA, wo er zu Golden Freezer wird. Ey, unglaublich, unglaublich. Das Game ist so. So witzig einfach. Okay. War so klar. War so. Komm jetzt. Ja, Sir, komm, mach langsam. Ich brauch keinen Sturmmodus von dir. Ich brauche jetzt die Runde Zeit. Komm jetzt, die Runde Zeit brauche ich einfach nur. Schön, geschmeidig in Runde Zeit. Können wir da bitte rübergehen? Danke, sehr schön. So. Satan, Satan, komm du mir. Wobei, er hat übel viel Leben. Also es sagt ja auch niemand, dass ich dann Runde 2 gewinne. Er hatte nämlich sehr viel Leben. Oder ob er das überlebt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. 60.000 sind sehr viel. Okay. Nope, das soll man nicht. Aber jetzt. Komm ran, Junge. Komm du noch ran. Fehl dich an. Oh Mann, mach dich gefasst auf die Drachenfaust des Jahres, Junge. Mr. Satan, wenn du mich hörst, mach dich gefasst. So jetzt. Ja, ja, ja. Wo ist deine Kraftstufe? Stell dich hinten an, Junge. So. Ja, jetzt kommt halt das. Ja. Verdammt. Ah, es wäre eigentlich wichtig, auch wenn ich meine Superangriffe durchbekomme, weil er hat sehr viel Leben. Verdammt, Mann, ganz ehrlich. Oh mein Gott! Warum wurde es bei mir auf einmal schneller? Ich, keine Ahnung, weiß. Hau ab, Junge! Du Nervensäge, Satan! Das gibt's doch nicht! Ja, wow. Egal, ich muss den Superangriff mitnehmen. Let's go. Aber warte ab, bis ich da drauf auskriegt. Junge, Junge, Satan. Mm. What's up, what's up? What's up, Junge, Mann? Okay, nice. Mitnehmen. Jetzt schneidet euch an, Freunde. Schneidet euch an. Der Junge wird so viel Schaden fressen. Oh, ist so geil jetzt. Komm her, Junge. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Jetzt, komm ran. Komm ran, Satan. Raus mit dir, Junge. Jetzt frisst das. Was? Komm schon, aber gibt noch mehr Schaden. Raus mit dir, Junge! Leg dich mit mir an, Satan. Ja, Satan, was sagst du jetzt dazu? Das ist die erste Niederlage als Mr. Satan. Puh, ist wirklich nicht schlecht. Wir können mit einem Clown wie ihm so zu kämpfen, aber es war echt übertrieben schwer. Ich glaub's einfach nicht. Das ist vielleicht die abgefahrenste Anomalie, die wir bisher hatten. Auf jeden Fall. Das war echt eines der abgefahrensten Anomalien. Es ist keiner weiß, Mr. Satan, warum eskaliert er so, bitte. Unglaublich. Naja! Gut. Jetzt ist die. Oh. Ah, es geht einmal um einen Kampffight. Ah, ne, das ist. Ah, okay, okay. Okay, okay. Genau jetzt. Okay. Ah, okay. Oh, interessant. Gut, da geht's dann noch weiter. Verstehe, verstehe. Na gut, wir machen aber mal hier vorerst weiter, gucken, was mit der Story abgeht. Und dann machen wir langsam auch Schluss mit dem Part, weil das mit Satan hat es ein wenig gezogen. Aber gucken wir auf jeden Fall mal, wie das Ganze verläuft hier. Und wenn wir die Map dann quasi verlassen, dann werden wir im nächsten Part. Am Anfang erstmal sammeln. Genau. So. Kann nur so mächtig sein. Als der Kampf angefangen hat, ist er unglaublich stark geworden. Mr. Satan aus diesem Universum ist krass. Verdammt, als stolzer Prinzess Sergeant weigere ich mich, das zu akzeptieren. Schlimm genug, dass wir besiegt wurden, aber auch noch von diesem Trottel. Ah, ich gebe es ungern zu, aber ihr habt alle. Aber ihr alle habt gewonnen, bitte. Es war mir eine Ehre, gegen euch zu kämpfen. Ebenso, Mr. Satan. Sogar Satan hat er verloren. Was eine überraschende Wendung. Nein, geht nach Hause, Universum 7, ihr seid doof. Lol. Ja, ihr seid doof, geht nach Hause.
Ich schätze, du bist doch noch nicht bereit. War zwar Bloodjump, aber du wirst den neuen und verwirrsten Satan bald kennenlernen. Verloren ist verloren, Zeit von dir zu verschwinden. Moment, wo wollt ihr hin? Ihr werdet doch nicht zerstören, oder? Ha, wovon redest du? Wir gehen in unser Universum zurück. Ihr geht? Wohin? Wohin gehen sie? Sagen sie uns das. Wo und wohin? Wo und wohin? Oh! Ah, das war's noch gar nicht. Guck mal, wir haben von Tarbel geredet. In diesem Part und im letzten Part, dann kommt er auf einmal. Das machen wir noch. Let's go, das mit Tarbel machen wir auf jeden Fall noch. Wenn das Glück eine Person wäre, würden wir uns nicht gut verstehen. Hey Tarbel, was hast du für ein Problem? Oh, du willst mir zuhören? Auf meinem Planeten haben es sich ein paar ungebetene Besuche gemütlich gemacht. Ich hatte gehofft, ja, dankeschön, ja, das übliche eben. Ja, kannst du mir helfen? Ja, bla. Ja, komm, trainieren, dann kannst du selbst kämpfen. Genau, komm. Komm, Tarbel, steht ein Mann. Ja, 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 werde ich das? Ja, wirst du, komm. Hoch mit den Armen. Let's go! Ja gut, dann kämpfe ich am Ende noch gegen Tarbel. Ist nicht allzu schlimm. Das machen wir auf jeden Fall noch. Sollten wir hoffentlich schaffen, ne, Tarbel. Nicht, dass ich jetzt viel Zeit mit dir verliere, ne? Weißt du, am besten reiche ich einfach mit jedem zu fordern. Keine Lust da ohne die Zeit zu verlieren. Vielleicht schaffe ich ihn ja wieder eins. Wenn das mit uns ist. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Let's go. Boah, aber das waren geile Kämpfe. Sowohl in diesem Part gegen Satan als auch gegen Kam beim letzten Part. War übel geil. Ich bin gespannt, ob es jetzt auch noch so weitergehen wird. Also, ich kann mir sicherlich vorstellen, dass weitere Gegner kommen werden in der Art. Auf jeden Fall. Geil, aber richtig geil. Ja, da habe ich ja zum Glück die Trumpfkarte mit Berserker Goku und seinem Team. Ohne Spaß. Das ist unglaublich. Das hat das, was ich vom Anfang an meinte mit dem Team. Dass ich auch ohne Zeit spiele. Und selbst wenn ich die Aufladungseinkämpfe verliere, verdammt, dann ist es nicht schlimm, weil meine CAs trotzdem durchkommen, wenn ich zuerst angreife. Jetzt ist er sogar betäubt, ich heule eine Nacht, ey, ohne Spaß. Ich habe Tarbel auch einfach unterschätzt gerade. Keiner weiß, wieso. Oh Mann, Alter, was machen die? Wenn das jetzt auch so lang dauert, dann heule ich. Ey, bitte. Bitte. Game, bitte. Oh Mann. Boah. Ey, es ist so knapp einfach. Könnt ihr mal gescheit angreifen? Bitte. Tarbel, was nervst du? Geh trainieren und fertig. Hier frisst das. Bam. Kogeta auch noch, Bros. Oh je, es wird ja schneller gehen, ich einfach nur Cell rausgehauen, ey. Fehler über Fehler, was ist da los, Mann? I don't wanna know. Oh lol, ich Idiot. Falsches Modul gewählt. Ah, ich werde langsam müde, ich merk's. Keiner weiß. Oh mein Gott. Was mache ich? Ah. Was ist da los? Was ist da los? So, können wir doch nicht spielen, ey, bitte. Bitte, Heroes. Rode Rolada. Danke. Er greift zuerst an, oh mein Gott. Ey, es wird gerade schlimmer und schlimmer. Oh mein Gott. Oh Mann, bitte. Es wird wirklich schlimmer und schlimmer, ich heul gerade. Ich hab keinen Bock mehr. Boah. Hey, bitte, Game. Was ist das? Ah, gut. Sehr schön. Ja gut, dann... Okay, gut, immerhin. Oh nein, jetzt hat er auch noch so einen Käse. Oh Mann, Tarbel, was ist mit dir, Mann? Aua.
Jetzt nervt mich. Einfach keine Superangriffe wegen dem Penner. Es ist unglaublich. Boah, meine CA. Die Drachenforce wird dir so schmecken, kleiner Mann. What's up? Vielleicht brauchen wir auch keine. Ja, ihr Fack. Raus mit dir, Junge. Sollte in Leere sein. Ja, Freunde, was hat er zu sagen? Gar nichts. Ja, ich bin stark. Danke, Tabel. Hau ab. Geh, rette deinen Planeten. Lass uns in Ruhe. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Im nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich wieder. Und dann, ich brauche jetzt erstmal einen Tee. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.